Sie sind rot, sie sind weiß oder frisch und grün. Mal sind sie länglich, mal rund oder haben die Form einer Niere. Und alle sind voller gesunder Inhaltsstoffe. Bohnen möchte er in seiner Küche nicht missen, Karl Grünewald. Küchenchef im Hotel Atrium bei Mainz zaubert aus ihnen auch ganz ungewöhnliche Gerichte. Wir haben von frischen Bohnen über die Bohnenkerne eine riesige Vielfalt, auch Farbvielfalt. Und im Sommer hat man natürlich auch die schönen frischen Hülsen, die man verwenden kann. Also ist von vorne bis hinten eigentlich ein ganz tolles Gemüse. Nicht nur bei ihm sind Bohnen beliebt. Auch bei den Passanten in Bad Kreuznach haben die Hülsenfrüchte viele Anhänger. Ich liebe die grünen Bohnen, ja. Warum die grünen? Ja, weil da kann ich viel mitmachen. Bohnentopf oder Bohnensalat mit den feinen Böhnchen oder mit den Wachsböhnchen. Ach, am liebsten mag ich diese Bohnen hier, immer sehr schön in Salaten zu essen. Die grünen Bohnen, so auch. Der Enkel isst die ganz gern, isst sogar gern Gemüse, das nutzen wir aus. Ja. Ich mag die Stangenbohnen sehr gerne als Eintopf mit Tomaten, Kartoffeln und so ein bisschen Dörrfleisch. So unterschiedlich Bohnen auch aussehen, allesamt enthalten sie wenig Kalorien, dafür aber viel Eiweiß und Ballaststoffe. Angebaut werden in Deutschland vor allem Buschbohnen. Die größten Anbauflächen liegen in Nordrhein-Westfalen, gefolgt von Niedersachsen, Hessen und Rheinland-Pfalz. In Baden-Württemberg sind es immerhin noch 61 Hektar. Bohnen sind für Landwirte wie Michael Schmidt aus Lampertheim eine Herausforderung. Sie können nicht überall angebaut werden, denn sie sind deutlich anspruchsvoller als anderes Gemüse. Die Bohnen lieben mittlere Böden, sonnige Lehme, die Durchlässe sind, viel Luftvolumen haben. Sie lieben nicht stauende Nässe, lieben Temperaturen zwischen 18 und 30 Grad, nicht zu heiß, nicht zu kalt. Die Herausforderung für uns ist, die Bohnen über die ganze Saison so anzubauen, dass wir 7 Tage die Woche ernten können. Dafür haben die Hülsenfrüchte aber auch eine spezielle Fähigkeit, von der die Landwirte auf ihren Anbauflächen profitieren. Die Bohne hat die besondere Eigenschaft, es ist eine Leguminosenpflanze. Das heißt, die sammelt aus der Luft Stickstoff und tut die über Knöllchenbakterien an der Wurzel einlagern. Und somit steht der Folgekultur praktisch der Stickstoff, den die Bohne gesammelt hat und übrig bleibt, zur Verfügung. Das heißt, für uns ist die in der Fruchtfolge sehr, sehr wertvoll. Gut für den Boden. Aber was macht die Bohne für uns Menschen so gesund? Ernährungsmediziner Matthias Riedel meint, die Bohne und ihre Inhaltsstoffe würden völlig unterschätzt. Die Bohne ist sehr reich an Kalzium und Phosphor. Das brauchen wir für unsere gesunden Knochen. Und das erwartet halt niemand in der Bohne. Und das Tolle an der Bohne ist auch der hohe Anteil an pflanzlichem Eiweiß. Und wir wissen, dass wir einen höheren Anteil an pflanzlichem Eiweiß brauchen für unsere Gesundheit. Das stärkt die Muskulatur und kann auch eben ein Ersatz sein für tierisches Eiweiß, von dem wir nicht so viel zu uns nehmen sollten. Was man aus Bohnen alles machen kann, will uns Karl Grünewald zeigen. Er wird für uns heute einen Burger mit Bohnenpatty zubereiten. Und einen ganz besonderen Bohnensalat, sommerlich gegrillt. Los geht's mit dem Salat. Dafür verwendet er Busch- und Stangenbohnen. Die müssen zuerst mal ins kochende Salzwasser. Es ist wichtig, die Bohnen zu kochen, weil die eine Art oder ein sehr schwaches Gift enthalten. Es nennt sich Fasin. Und das wird durch das Kochen zerstört oder durch das Erhitzen. So 4 bis 5 Minuten auf jeden Fall. Und zwischen 5 und 10 Minuten kann man gar nichts verkehrt machen. Fasin kann zu Magen- und Darmbeschwerden führen. Aber auch wenn die Bohnen gekocht oder gegart sind, nicht jeder verträgt sie. Man muss ja dann an diesem Tag mit Blähungen nicht unbedingt auf eine tolle Party gehen. Ich vertrage die nicht mehr so gut. Mit 90 verträgt man die mal nicht. Wenn man dann vielleicht abends ein bisschen Flatulenz hat, denkt man dann, ich habe ja auch Bohnen gegessen. Dafür sind die in den Bohnen enthaltenen Zuckermoleküle verantwortlich.
Blähungen lassen sich aber mit ein paar Zutaten leicht vermeiden. Karl Grünewald setzt dabei auf das Dressing. Die Basis ist Senf, Essig, Salz, Zucker, Rapsöl und etwas Apfelsaft. Dazu gibt er Tomaten, Minze und Zwiebeln. Wichtig ist nun das Bohnenkraut. Es gibt dem Salat nicht nur Würze, sondern macht ihn auch bekömmlich. Das Bohnenkraut hat den Effekt, dass wir einmal der Verdauung, die Verdauung mit unterstützen und dem Völlegefühl ein bisschen entgegenwirken. So auch mit Blähungen und so hat man dann weniger Probleme auf jeden Fall. Einen ähnlichen Effekt haben auch Kümmel oder Fenchel. Jetzt legt Karl Grünewald die Bohnen auf den Grill. So lange, bis sie etwas bräunlich werden. Dadurch wird den Bohnen noch etwas Wasser entzogen und sie bekommen ein leicht rauchiges Grillaroma. Anschließend schneidet er die Bohnen noch in mundgerechte Stücke, entfernt die Enden. Erst am Schluss gibt er sie zu dem übrigen Salat. Das ist wichtig, denn durch den Essig können die Bohnen grau werden. Nach einer Stunde ist der Salat fertig. Bohnensalat mal anders. Der Ernährungsexperte Matthias Riedl kann Bohnen aber nicht für jeden empfehlen. Bohnen enthalten auch Purine und das kann für Menschen mit einer Gichterkrankung problematisch sein. Allerdings muss man sagen, die Bohnen können auch helfen, das Gewicht zu reduzieren. Und richtig eingesetzt ist es dann sogar auch für Gichtkranke wieder gut. Aber wer in Gefahr ist, einen Gichtanfall zu bekommen, der sollte vorübergehend auf Bohnen verzichten. Übrigens, grüne Bohnen lassen sich tiefgekühlt gut aufbewahren. Dazu sollten sie abgekocht und in kaltem Wasser abgeschreckt werden und vor dem Einfrieren möglichst trocken sein. Beim Einfrieren entstehen ja Eiskristalle. Und je weniger Wasser wir um die Bohnen und an den Bohnen dran haben, desto weniger können die Eiskristalle die Bohnen zerstören. Im Tiefkühlfach sind Bohnen mehrere Monate haltbar. Nun geht es an den Bohnenburger. Basis für das Patty: Kidneybohnen. Die würzt Karl Grünewald unter anderem mit Tomatenmark und geräuchertem Paprikapulver. Das sorgt für das richtige Burgeraroma. Statt einem Ei gibt er als Bindemittel Leinsaat hinzu. Damit sind die Burger auch ein Gericht für Veganer. Dazu kommen jetzt noch Champignons und Zwiebeln. Die schneidet Karl Grünewald in sehr feine Stücke. Für die Farbe und den erdigen Geschmack sorgt eine frische rote Beete. Wir brauchen jetzt einmal diesen Prozess des Garens, weil die Gemüse jetzt anfangen, Wasser zu verlieren. Wenn wir das später machen, dann fällt der Burger auseinander. Nun wird das Gemüse aus der Pfanne mit den Kidneybohnen vermischt. Dazu noch etwas Petersilie für die feine Würze. Daraus formt er dann die Patties. Als Topping für den Burger nimmt er Ochsenherztomaten. Die haben weniger Feuchtigkeit und weichen das Brot nicht auf. Mit Schnittlauch, verfeinerte Mayonnaise und etwas Salat sorgen für Frische. Zum Schluss das Bohnenpatty. Fertig ist der Burger. Bohnen sind sehr vielseitig. Ob als Salat oder als warmes Gericht, ein Gemüse für alle Fälle. Und wenn ihr jetzt noch mehr Videos von uns sehen möchtet, schaut doch mal hier. Und zur ganzen Sendung geht es da.